Was aber nur wenige wissen und noch weniger glauben, ist die weite Verbreitung von Kulten, die den großen Schlechter verehren, in jenen Tagen, als die Herrschaft der Echsenrassen dem Untergang geweiht schien. Ein Torso aus Obsidian mit abgeschlagenen Armen ruht in den Sümpfen Altums und Inschriften in verwitterten Glyphen ziehen die Wände eines Tempels bei Selem. Einst, so will es scheinen, wandten sich viele Geschuppte der Verehrung des großen Schlechters zu, um ihre überlegenen Feinde doch noch zu besiegen und die eigene Macht zu bewahren. Blühten diese Kulte nach dem Krieg der Drachen und waren sie gegen die Ptolemiden gerichtet? Oder geht es um ältere Zeiten und sie stammen aus der Zeit vor der Herrschaft des Goldenen Drachen? Ist dessen Erscheinen und sein Kampf gegen die frühen Menschenreiche und die Errichtung des Imperiums von Zeta nur ein harter, aber notwendiger Schritt gewesen, um eine umfassende Hinwendung aller Geschuppten zum großen Schlechter abzuwehren? Aus einem apokryphen Kommentar zu den Chroniken von Ilaris. Nach 6 Stunden steht hier versammelt in der Schmiede von Thorn Eisinger. Sie ist viel zu klein geworden. Irgendwann habt ihr euch nach draußen auf die Straße begeben und sammelt euch dort. Viele Männer sind erschienen. Ungefähr 30 Panthergardisten, die dort mit ihren schwarzen Rüstungen und dem Greifenbanner stehen. Rundweg vom Regelsaum. Der Herr der Drei-Schwestern-Orden. Walner Jützkock mit seinem Großneffen. Saldor Fosslarin ist erschienen, Melvin Störebrand, Ludolf von Wertling, Alrik von Blautern und von Berg, die Liste ist schier endlos. Geweihte Magier. Ebenso Eldan Gorbas. Mittlerweile in ein strahlendes Ornat gewandet, wirkt er nicht mehr wirklich auf euch wie ein Magier. Und daneben, irgendwie im Kontrast, aber dennoch gülden leuchtend, Jarlan Goldhand. Ja, dann, wir müssen uns unbedingt nochmal um diese goldene Hand unterhalten. Die passt überhaupt nicht zu eurem restlichen Auftreten. Das habe ich euch ja schon zweimal gesagt. Ich bin mir sicher, wir müssen uns über viele Dinge noch unterhalten. Aber jetzt gerade steht Wichtigeres an. Warum hat man uns herbeigeholt? Ich bin nur hierher bestellt. Ja, dann, hier. Voltax! Wir haben schon gehört, dass du wieder hier bist. Ich hoffe, du hast meine Kristalle nicht angefasst. Natürlich nicht. Ich hatte schon gefürchtet, ich hätte euch verfehlt. Pallas leitete mich hierhin, aber als ich kam, war von euch keine Spur. Man sagte mir, ihr wärt lange nicht hier gewesen. Nun, in der Tat, aber ich kann nur so viel sagen, wir haben eine sehr positive Überraschung, die wir in die Stadt getragen haben. So ganz im Hinblick auf unsere Suche und das Ende. Ihr habt also den Kern der Sache gefunden? Ja. Und geborgen, gewissermaßen. Und zusammengesetzt, was einstmals gebrochen war, aber ihr werdet es gleich sehen. Jarlan. Erfreut euch zu sehen. Ihr habt euch verändert. Wieder einmal. Das Leben in der Mark ist hart. Unsere Bestrebungen sind nicht von jedem willkommen unterstützt. Ihr euch allerdings auch. Ich sehe, ihr musstet einmal mehr in die Gilde wechseln. Nun, es gab gewisse Umstände, die dies nahelegten. Die da wären? Nun, es gab eine Verhandlung. Ich will euch später davon berichten. Natürlich, in Ruhe. Offenbar steht jetzt irgendetwas Wichtiges an. In der Tat. Isarun, kommt einmal her. Preios zum Gruße, euer Gnaden. Preios zum Gruße. Ja, aber Eldan, was ist denn passiert? Ihr wisst noch gar nichts davon? Oh, es war doch der Tratsch gestern. Ihr verpasst alles. Wo wart ihr denn nur? In Punin. Man hat mich berufen. Ja. Das kann ich sehen. Ja, das ist aber schön, dass der Herr Preios euer Bitten erhört hat. Ja, ich war auch sehr überrascht, aber meinem Herzen wusste ich, es wurde Zeit. Ja, umso besser. Und nun habt ihr euch von Jarlan anleiten lassen, oder? Ja, also. Ich denke, dies wäre in der Zeit theologisch inopportun. Zumal man ihn in den Hüterorden berufen hat, nicht wahr, Eldan Gorbas? Natürlich. Hüterorden. Ist ja hochinteressant.
Ja, mein Vertrautheit mit den Schriften ist mal wieder ein unnachgiebiger Vorteil. Aber, Apelmir, was ist das tatsächlich? Eine dunkle Robe für Grau, möchte ich fast behaupten. Es ist eine dunkle Robe. Ich bin jetzt in der Bruderschaft. Wisst ihr, Herr Gorbas, ein Stein bleibt im Kern immer ein Stein. Nun, was euch der Angroschu sagen will, ich bin doch der gleiche. Ich gehöre nur einer anderen Gilde an. Ich habe es mir ja schon beim letzten Mal ausgemalt. Er treibt trotzdem meinen Puls nach oben. Ich bin mir sicher, was auch immer Abel mir tut, hat die besten göttergefälligen Gründe. Antreten in Reih und Glied! Der Ruf von Ludolf von Wertlingen erschallt durch die Reihen direkt vor dem Puninator und so geht ein Ruck durch die Wachen, durch die Panthergardisten und all die anderen, die hier angetreten sind. Zwischen all den vielen Männern könnt ihr Roraya ausmachen. Sie unterhält sich wohl gerade mit Ulinai Granitherz, der hohe Priesterin vom Ingrim-Tempel, und euch wird klar, dass all diese Männer dennoch von einer Frau nun angeführt werden. Roraya nimmt neben Ludolf an der Spitze Platz und so tretet ihr ohne irgendwelche Diskussion an den Wachen vorbei und könnt in das Innere der Stadt eingelassen werden. Ich möchte vor sie treten, wenn sie mir vorbeigeht. Du wirst von Ludolf von Wertling abgehalten. Jetzt nicht. Ludolf. Greifenmund. Jetzt nicht. Die Krone. Ja, sie. Natürlich. Bitte. Knaffe kurz die Augen zusammen. Greife in meine Tasche und präsentiere ihm dann Debrecks Krone. Er greift sie und wird sie dann tragen. Hinter ihr. So folgt ihr dieser kleinen Prozession durch die Straßen von Gareth. Auf dem Platz vor der alten Residenz, dem Bürgerplatz, könnt ihr anhalten. Ihr seht vor euch den stark beschädigten Ingrim-Tempel. Hier hält Rohaya inne. Massen sind zusammengeströmt. Nicht laut, jubelnd, sondern still. Erst Hunderte und dann Tausende Geräter, die sich davon überzeugen wollen, dass die Königin zurückgekehrt ist. Freude, Hoffnung, Erwartungen leuchten aus den Gesichtern jener Frauen entgegen, die nun alles zum Besseren wenden soll. Rohaya zügelt ihr Ross, lässt ihre Blicke über die Menschen schweifen. Sie sieht dort oben auf dem Pferd blass und still aus, strafft dann ihre Schultern und lächelt, ganz zuversichtlich die Königin, die das Reich zum Sieg führen wird. Sie hebt die Hand, um die Stille einzufordern, die ihr sowieso schon geschenkt wird, und das letzte leise Murmeln erstirbt gänzlich. Bürger Gareth, voll Zweifel und Sorgen sind die Zeiten, in denen wir leben. Krieg, Tod, Verderbnis. Wir dachten, in den letzten Jahren all dies läge hinter uns. Wir dachten, die Finsternis würde sich zufrieden geben mit dem, was sie verschlungen hat. Wir hofften, das Leid hätte ein Ende. Sie hält kurz inne und schaut in die Gesichter der Menschen. Doch das Leid hat kein Ende genommen. Nachdem Tobrien, Wahrung und Beilung mit Krieg und Tod übersät wurden, mussten auch Tapatien und Gerizien wieder zu den Waffen greifen. Nachdem Endena und Ysilia gefallen sind, mussten nun auch Galles und Werheim fallen. Nach dem Tod von Herzog Kunibald von Tobrien, Herzog Waldemar von Weiden, des Reichsbehüters Brinnen von Gareth, meines Vaters, und so vieler anderer mussten nun auch Exzellenz Rondrasil Löwenbrand, Graf Dexter Nemrod und schließlich Ema von Gareth sterben, meine Mutter. Für einen Moment versagt Rohaya die Stimme. Sie blinzelt sich die Träne weg. Guckt kurz in Richtung von Isarun und Kiaras. Wir flehen zu den Göttern um Hilfe in dieser Zeit der Not. Doch wer sind wir, dass wir uns nicht selbst zu helfen verstehen? Wer sind wir, dass wir die Unendlichen mit unserem Leid behelligen müssen? Sind wir denn die Kinder, die sich raufen und weinend nach Hause laufen, damit Mutter Rondra es nicht schon richte? Sie holt wieder erneut Luft, tief, während die Menschen auf dem Bürgerplatz gespannt lauschen. Ich sage nein. Ich bin Rohaya von Gareth. Von Gareth. Ich bin stolz darauf, den Namen jener Stadt zu tragen, die bewiesen hat, dass wir uns selbst zu helfen verstehen. In diesen dunklen Zeiten, als der Kaiserthron wankte, stand Gareth stark und stolz inmitten des Schreckens. Das soll dem Land, dem ganzen Reich ein Beispiel sein. Verräter,
Garizia, Mittelreicher, wir wollen kämpfen, um die Schrecken zurückzutreiben. Wir wollen kämpfen, um wieder zu unserem alten Leben zurückkehren zu können. Wir wollen kämpfen, um uns und unseren Kindern eine Zukunft in Frieden und Sicherheit zu sichern. In Freiheit. Mit umschlossenem Gesicht zieht sie die Klinge Finsterlicht, die ehemals Isarun gehörte, und reckt sie in das Licht von Praios. Wir wollen kämpfen, wie Gareth gekämpft hat, den Mut und den Kampfgeist, den diese Stadt aufgebracht hat. Wir werden ihn niemals vergessen und auch nicht die Toten. Tötet für die Lebenden, tötet für die Toten. Wir werden Rassasor besiegen, gemeinsam. Damit spornt sie einmal gefährnt an, leitet es hinüber zu der alten Residenz und hinterlässt eine verwirrte, eine jubelnde und eine stolze Menschenmenge. Sie reitet ein in die alte Residenz, die ihr geöffnet wird von den anderen Panthergardisten. Was meint ihr, sollten wir vielleicht hinterher? Natürlich. Ich warte allerdings noch auf ein Zeichen von Ludolf von Wertlingen, weil der das Protokoll am besten kennt. Ja, die Menschenmenge um euch herum ist immer noch verwirrt, immer noch jubeln, stolz, teilweise aber auch Verwunderung, Sakrileg oder Bescheidenheit. Immerhin hat sie gesagt, dass man auf Rondra nicht angewiesen sei. Ist das schon gotteslästerlich? Aber sie hat den Kampfesmut und den Stolz der Geräte erkannt. Ludolf wird ohne einen Brummen ihr folgen und ebenso in die Residenz einreiten. Ich glaube, das war unser Zeichen. Es wird Zeit, dass der Rat der Helden auch wieder an seinen rechten Platz zurückkehrt. So könnt ihr erneut die alte Residenz betreten und lasst die jubelnden Menschen zurück. Eine Krönung gab es hier auf offener Straße nicht. Ihr betretet die alte Residenz, den großen Park, ihr erinnert euch, in der Schlacht in den Wolken, die Statuen, die hier standen, mittlerweile sind sie wohl zerbrochen. Erinnert euch an den goldenen Schein und die Brauerei, die ihr hier das erste Mal gefunden hattet. Die Statuen, die ihr oben auf der alten Residenz gefunden hattet, so sehr viel ist seitdem passiert. Das ehemals schwarze Gras ist mittlerweile nachgewachsen im Lichte von Praios. So sehr viel ist passiert. Wenn ihr dann an dem großen Flügel vorbeitretet, könnt das Rondell erkennen, wo irgendwo über euch der Ratssaal sein muss, könnt ihr auch hier die große Halle mit dem Greifenthron betreten. Ihr könnt erkennen, wie Rohaya in der Mitte steht. Der Saal ist verlassen. Nur Licht, was durch die großen Spitzbogenfenster hindurch scheint, durch das Buntglas, und alles in ein zagefälliges Licht taucht. Worauf wartet sie? Abwarten. Sie tritt langsam nach vorne. Es dauert einige Zeit. Und dann steht sie vorne am Greifenthron. Von Alara könnt ihr nichts sehen, nichts hören. Auch noch einmal ein merkwürdiger Blick oben noch auf die Balustrade, wo sie euch vor ein paar Wochen empfangen hattet und mit verborgenen Armbrustschützen nach euch lauerte, als ihr die Nachricht von Helmer Havax bekamt. Von Selindian ist nichts zu sehen, der wird sicherlich noch auf der Reichsstraße unterwegs sein mit seiner Kutsche. Wer den Palast halten könnte, ist eine andere Frage. Aktuell gehört er euch. Ohaya setzt sich auf den Greifenthron und Ludolf tritt von der einen Seite heran und winkt dann Eldan Gorbas herbei. Ja, Eldan streicht sich nochmal kurz übers Gewand und dann tritt er vor. Eldan Gorbas, Geweihter des Herrn Praios. Könnt ihr bezeugen, dass dies Rohaya von Gareth ist? Zeuge dies, so wahr ich Eldan Gorbas bin, Geweihter des Praios, geheiligt sei sein Name. Könnt ihr bezeugen, dass dies die rechtmäßige Kronprinzessin der kaiserlichen Gerätischen Lande ist, des Mittelreichs? Zeuge, dass sie die rechtmäßige Erbin ist, so wahr Praios mein Zeuge sei. Mit dem Beistand der Götter, mit dem Beistand von dem Herrn Praios, krönen wir sie an diesem Tage mit der Debrex-Krone. Praios Vult.
Paios Vult! Paios Vult! Paios Vult! Bruder von Wertlingen, setzt ihr die Debrex-Krone auf den Kopf. Dann würde er auf ein Knie sinken. Bruder von Wertlingen sinkt auf ein Knie. Ich hebe mich. Ich ebenfalls. Ich knie nieder. Ihr könnt die Männer und Frauen neben euch erkennen. Trondvik von Brekelsaum, Walner Yitzkok, Asavo, Ulinai Granitherz. All die anderen Männer und Frauen, die euch begleitet haben, Panthergeristinnen, ihr müsst auf ein Knie sinken. Und es wird wieder still. Nur noch von draußen könnt ihr das Gerufe der Menschenmenge hören, die ebenso mit euch feiern. Hoffnung, die aufkeimt. Ohaya nickt, erhebt sich und bedeutet euch damit auch, euch ebenso zu erheben. Wir bedanken uns für diese Würden und wir schwören im Namen der Götter und im Namen des heiligen Herrn Praios, dass wir diese Aufgabe annehmen. Dass wir gemeinsam das Licht zurück in die Finstermark bringen. Es sei. Lang lebe Kaiserin Ohaya! Lang lebe die Kaiserin! Lang lebe die Kaiserin! Also gut. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr uns diese Würden zugesprochen habt. Allerdings sind wir noch nicht am Ende. Wir müssen herausfinden, wo Alara Paligan ist. Der Kaiserin Großmutter. Wir müssen herausfinden, wann der Kaiserin Bruder Selindian Hal eintrifft. Und wir müssen ebenso mit ihnen reden. Erneut. Wir müssen herausfinden, was Answin von Rabenmund plant. Wer weiterhin ein Usurpator ist und den Greifenthron erlangen mag. Und wir müssen Hassassor, den schwarzen Drachen, stürzen. Viele Aufgaben, die am heutigen Tage bewältigt werden müssen. Und wir versprechen, all diese zu erfüllen. Ihr dürft abtreten. In Erfüllung all eurer Fähigkeiten, die diesen Bestrebungen zusprechen. Ja, neben euch könnt ihr sehen, wie die Panthergardistinnen sich erheben und jetzt nach draußen strömen, damit sie die Tore halten, einige Zuschauer dann auch wieder aus dem großen Park herausdrängen, die dann nicht zu dieser Versammlung gehören. Saldor Foslarin nickt Isarun zu, Trondvik nickt Abelmir zu, Melvin Störrebrand, der wohl den verschiedenen anderen Parteien zunickt. Und dann steht Eldan vor Yalan. Ich trete ebenfalls dazu. Yalan. Dich wiederzusehen. Karinor, eine Freude. Ach, auch dich, Eldan. Was machen die Bilder? Karinor mal umarmen. Ja, ich umarme ihn natürlich zurück. Freut euch wiederzusehen. Kann ja Paras Geweihter und darf schon die Kaiserin krönen. Neidisch. Ja, dann, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Was ist das für eine Hand? Dies ist das Zeichen meiner Wiedergeburt. Ein Paar aus heiligem Feuer. Man kann dich wirklich keinen Monat alleine lassen, oder? Albuin der Erleuchtete hat befreite Tempelschätze eingeschmolzen und meine Hand eingetaucht. Bei Angrosch Langenbart, was hast du denn gemacht? Tan, was ich konnte, um ohne euch diese Markt zu befriedigen. Die Arbeit ist hart. Nicht alle Leute wollen den Erleuchteten anerkennen. Letztens erst haben sich so ein paar verwaschene, ich weiß nicht, Tormaler waren es, glaube ich, ich konnte sie kaum sehen, hineingeschlichen und unseren Hof angezündet. Das ist nicht so gut. Die Praaskirche? Sattlingerfeldern, die alte Ordnung, stemmt sich ebenso gegen unsere Werke. Wir hörten. Ich und auch einige meiner Genossinnen hörten von gar seltsamen Gebührlichkeiten dort oben. Ich möchte mich natürlich nicht den Gerüchten hingeben, aber das war doch gar seltsam. Paras hat uns einen lebenden Heiligen geschickt. Aus seinem Blute und dem Blut einer Sterblichen. Seinen eigenen Sohn, Albuin. Dir ist schon klar, dass der gesamte Rest der Kirche als Ketzer sieht, oder? Der Rest der Kirche wird ankommen. Und wartet es nur ab. Und wie bist du jetzt zu deiner Auromox-Hand gekommen? Ich sagte es gerade. Er hat sie hineingetaucht, um
die Schmach der dämonischen Verseuchung auszubrennen. Du hast... Moment. Du hast deine Hand in flüssiges Gold getaucht. So ist es. Ganz und sicher. Kann ich wirklich nicht allein lassen, oder? Größtenteils. Die Finger strecken sich etwas schwer. Und ich kann natürlich nichts fühlen. Aber ein Schwert halten kann ich. Und das ist das Einzige, was wichtig ist. Ja, wenn du möchtest, kann ich dir ein paar nette Sachen eingravieren. Ich könnte schreiben, beste Grüße von Boltax, und das wird schon wieder. Ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas mal sage, aber Boltax, bitte gravieren nichts in Jalas Hand hinein. Ein solch heiliges Objekt sollte nicht mit profanen Grüßen graviert werden. Na gut, dann hätte ich eben bei Angroschs mächtigem Bate oder so eingraviert. Ich bin mir sicher, uns fällt etwas gebührend Priors Gefälliges ein, um hieraus ein echtes Relikt zu machen. Gut. Wer weiß, vielleicht wird meine goldene Hand eines Tages neben Gilborns goldenem Schädel aufbewahrt. Oh, wir wollen mal nicht zu weit laufen. Oh, ja, ich habe eine Idee, was wir eingravieren könnten. Im Drachen zum Trotze. Ein Fall des Drachen. Warum lasst ihr die Hand nicht so, wie sie ist? Sie ist doch, nun ja, nun nicht gerade formschön, aber nun funktional. Sag, wie gut könnt ihr diese Hand bewegen? Naja, da streckt die Finger ein wenig. Du siehst, es scheint Grenzen der Beweglichkeit der einzelnen Finger zu geben. Aber das Handgelenk selbst scheint noch in Ordnung zu sein. Und ich kann ein Schwert greifen. Und die meisten anderen Dinge, was das angeht. Außerdem muss ich das Brennen der Unrechtheit nicht mehr fühlen, wenn ich etwas damit anfasse. Dürfte ich euch etwas näher betrachten? Warum verlagern wir so etwas nicht auf weniger öffentliche Ortschaften? In der Tat, ihr habt recht. Hier ist etwas unpraktisch. Vielleicht in der Werkstatt. Zumal ich nicht unbedingt provozieren will, dass die Gesamtheit der Inquisition merkt, dass ich im Ort bin. Diese hohen Waffen, also sind eine schärfe Probe. Okay. Das soll gelungen sein. Du erkennst, dass zwischen den einzelnen Parteien, die sich jetzt gerade unterhalten, wohl sehr glücklich sind, eine Person mit einem anderen Wappen nach vorne tritt. Ein dicker Ritter, verhüllt in seine Plattenrüstung mit einem Wappenrock darüber, mit einem Raben. Und du erkennst ihn nicht nur an seinem Raben, sondern vor allem, weil er vor einigen Monaten um deine Hand anhielt, Alvan von Unterallertissen. Tritt heran und bevor du reagieren kannst, siehst du, wie er auf ein Knie sinkt. Vor Rohaya jetzt. Genau. Ja, ich möchte mich dann mal so in die Nähe begeben, damit ich bei Bedarf eingreifen kann, falls der wieder irgendeinen Schindluder betreiben will. Kaiserin Rohaya, verzeiht. Mein Name ist Alvan von Unterallertissen. Ich bin ein Ritter. Und ich überbringe eine Botschaft von Answin von Rabenmund. Wir möchten euch Frieden verkünden. Wir sind nicht auf Krieg oder Greifenton aus. Ich überbringe die Kunde aus Werheim, um von den Schandtaten des schwarzen Rassasor zu berichten. Wir möchten einen Bund mit euch aushandeln. Rohaya schaut ihn an. Ihr seid also ein Bote des Answin, des Usurpators. Alvan nickt nur. Das bin ich, Kaiserin. Wir sind nicht daran interessiert, mit ihm in Friedensverhandlungen zu treten. Und ihr unterstützt einen Usurpator, das ist Verrat. Ludolf, bringt ihn weg. Ich wechsle einen Blick mit Rohaya, falls sie in meine Richtung gucken möchte. Und nicke ihr zu, so bestätigend, das war die richtige Entscheidung. Was tut sie? Ja, sie hat ihn gerade wegbringen lassen. Sie vertraut ihm nicht, das ist das Richtige. Soll ihm nicht vertrauen, aber sie kann auch keinen Diplomaten einfach einkerkern lassen. Rohaya fühlt sich bestätigt. Sie wollte Stärke zeigen, zum allerersten Mal, wo sie Stärke demonstrieren muss. Und wenn Isarun ihr zunickt, nickt sie freudig zurück. Unbemerkt. Also du siehst es natürlich mit deiner Menschenkenntnis, aber jeder andere wird das wohl nicht miterkennen. Kann ich Lulas Blick fangen? Menschenkenntnis.
Ludolf kennst du natürlich auch. Kannst ihn ein bisschen besser lesen, er ist kein Unbekannter für dich. Menschenkenntnis, das sieht gut aus. Goldene Würfel. Du siehst, wie Ludolf mit dieser Entscheidung nicht sehr zufrieden ist. Und das, was du eben sagtest, ja, natürlich, er ist ein Diplomat. Damit sollte er als Diplomat eigentlich unantastbar sein. Aber Ludolf tut, wie geheißen. Natürlich. Zaun. Ja. Wir sollten mit ihr reden. Bald. Können es uns nicht leisten, wenn sie einen kleinen Krieg mitten in der Mark anfängt. Natürlich nicht, aber hier ist wohl kaum der richtige Ort, um dieses zu diskutieren. Ja, natürlich. Glaubst du wirklich, dass kein Krieg kommen wird? Wenn ein Krieg kommt, sollten wenigstens nicht die Lebenden gegen die Lebenden kämpfen. Verfluchte. Dieser Krieg wird kommen, Janan. Was glaubst du wohl? Der Moment, wo er sich entschieden hat, zurückzukommen, haben die Rabenmund sich entschieden, einen Krieg anzufangen. Ich bin nicht sicher. Sie werden versuchen, den Thron zu bekommen. Ohne Zweifel. Macht korrumpiert immer. Gerade diesem Lump traue ich alles zu. Abelmir, wie siehst du das? Nun, wir sollten einmal mit diesem Boten und reden. Das werden wir sicher nicht alleine tun. Natürlich nicht. Alrik vom Blautan und vom Berg tretet hervor. Alrik tritt, der Oberst tritt hervor und sinkt wieder auf sein Knie. Hiermit heben wir eure offizielle Verbannung von euch auf. Ihr seid hier an dieser Stelle und ihr habt gegen die Orks gestritten in unserem Namen. Wir bedanken uns bei euch. Die Verbannung aufgrund des Todes sei aufgehoben, nachdem ihr im Zweikampf in Gareth den Waffenmeister tötetet. Es war ein Versehen und wir vergeben euch, gnädig wie wir sind. Ich gebiete euch, dass ihr eine blutige Rabenfeder in meinem Namen an Answin von Rabenmund überbringt. Er soll ausgestoßen sein aus der Familie derer von Rabenmund und von fortan nicht mehr verwandt sein mit der Fürstin von Dapazien, Irmegunde. Er ist ausgestoßenes Mitglied und verfügt ab nun über keinen eigenen Namen mehr. Der Oberst Alrik wird das ebenso wieder benicken und nach einer kleinen Geste von Rohaya sich erheben und dann nach einer blutigen Grabenfeder suchen. Tritt also ab. Wir müssen etwas tun. Auf jeden Fall eine bessere Antwort als ein abgeschnittener Kopf. Siehst du, dann Krieg unausweichlich machen. Als ob euch das jemals bekümmert hätte. Und jetzt steckt ihr mit dem unter einer Decke. Ich kümmere mich um die Sonnenlande. Hansin hat mindestens ein Regiment Infanteristen direkt neben unserer Grenze sitzen. Was soll denn Sonnenlande sein? Welche Grenze? Tatsächlich. Habt ihr getrunken? Der Teil der Finstermark, den wir befrieden konnten. Sagt mir jetzt bitte nicht, dass ihr jetzt auch noch für den Ketzer versucht, ein eigenes Reich auszuheben. Wir rufen kein Reich aus. Wir versuchen, die Finsternis da zu vertreiben, wo das Reich derzeit nicht hinlangt. Jalan haucht mich mal an. Er hat nicht getrunken, er meint das wirklich ernst. Es riecht leicht nach Wandstaub und irgendetwas, das du erst mit Alchemie 15 erkennst. Ich möchte an dieser Stelle gerade nach diesem verdammten Drachen, dass wir einfach gegen den kämpfen können, wisst ihr das? Ich möchte an dieser Stelle einmal klarstellen, dass das nicht die offizielle Stellung der Praios-Kirche zu den momentanigen Situationen ist. Oder mit niemand in Verwirrung gerät. Gut. Obwohl ich mich natürlich gerne auf eine theologische Diskussion mit meinem Herrn Kollegen einlassen würde. Ich würde nicht mit einer Kirche diskutieren, der Praios sein ewiges Licht entzogen hat. Albuin ist gekommen, um die alte Ordnung hinfortzuwischen. Je schneller er es erkennt, desto besser. Ja, ihr seid verblendet. Keine Sorgen machen. Ja, und all den Scheiß, nachdem wir das mit dem Priesterkerl gerade erst durch hatten. In Sumus Augen seid ihr beide gleich.